Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier zurück zu City Skylines. Eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, oder eher gesagt eingefallen ist, ich glaube, die Straße hier, ich habe gerade Play gemacht, also ist kein Nachkommentieren oder so, die Straße ist glaube ich ein bisschen zu fett. Vor allem für den Verkehr, den wir hier haben, das ist jetzt gerade nicht sehr viel Verkehr, ist die vielleicht dann doch ein bisschen zu fett hier, die sechsspurige Riesenstraße. Aber andererseits, hier fahren ja doch schon einige Runden. Und das sieht ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, gell, was wir hier gemacht haben. Warte, ich muss mal kurz ein bisschen näher ranzoomen. Das könnte eigentlich auch ein cooles Thumbnail werden. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Hier ist so die Autobahn. Und direkt daneben sind die Spezialgebiete. Die Spezialindustrie. Das ist ja eigentlich schon cool, was wir hier gebaut haben. Also mir gefällt die Sache auf jeden Fall. Ach stimmt, das haben wir ja gar nicht gebaut. Das ist ja eh die normale Autobahn, die hier da lang... Aber ist cool. Ist trotzdem cool, eingebettet hier. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das ist ja auch die richtige Straße, nicht, dass wir hier irgendwie eine falsche Straße verbaut haben. So. Das müsste ja alles passen. Das Coole ist auch, wir machen aktuell pro Monat knapp 2 Millionen. Ausgaben sind echt nicht viel. Produktion sieht auch sehr gut aus. Was machen wir eigentlich am meisten? Hier bei der Ölsache. Ja gut, da könnte man natürlich einiges machen. Aber dafür müssen wir halt erstmal ein Ölfeld bauen. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht unterbrochen werden. Wegen irgendwelchen Dingen. Bloß ich höre gerade wieder vor der Tür. Ich nehme halt jetzt tagsüber auf, deswegen ich nehme eigentlich gerne abends auf. Also nehme ich tagsüber auf und ich höre von meiner Tür schon wieder Stimmen. Richtig toll. So, was ist das da? Unglücklich. Viel Lärm. Ja gut, aber ist eigentlich... Ja, naja. Stimmt, da haben wir ja letztes Mal die Straße größer gebaut. Aber klar. Ist halt viel Lärm hier. Kann man halt auch nicht ändern. Ist halt so. Also wir bauen halt die Straße größer. Ich wollte halt nicht hier alles abreißen. Aber ist ja eh nur das Gebiet, gell? Außer... Ne, hier können die auch lang. Und da ist jetzt Stau. Wegen dem hier. Okay, die Autos backen dann. Also backen nicht weg. So, erste Mal gestört worden. Das wird ein geiler Tag heute. Ich glaube, ich mache die Zebrastreifen einfach weg. Zumindest an der Stelle hier. Vielleicht ist es dann ein bisschen besser mit dem Verkehr. So, ich mache das mal weg so. Kann auch sein, dass sie dann weiterhin rüberlaufen oder weiterhin rüberrennen. Ich weiß es nicht. Was ich auch doof finde. Warum haben denn die Leute auf dem Zebrastreifen grün, wenn die Autos grün haben? Warum ist es nicht andersrum? Warum haben die nicht rot? Oder warum haben die nicht eigene Grünphasen? Das wäre eigentlich viel besser. Das wäre wirklich viel besser, wenn die eigene Grünphasen hätten. Okay, kein Fußgängerzugang. Das ist ein Bug. Die oben Krankenwagen. Was hat der hier? Kleine Häuser verlassen. Ja, ist egal. Das wird sowieso noch mit der Zeit. Und ich weiß nicht, ob die hier ein bisschen zu klein sind, die Häuser. Also im Vergleich zu den großen Blöcken sehen die kleinen Reihenhäuser schon ein bisschen zu klein aus, oder? Oder ich mische. Das ist halt das Ding. Ich hätte die mischen müssen. Ich müsste mal hier ein größeres reinmachen. Müsste dann mal hier nochmal ein größeres reinbauen. Und hier so auch nochmal. Ich glaube, dann sieht es ein bisschen besser aus, wenn es ein bisschen gemischter ist. Vielleicht könnte man hier an der Stelle auch nochmal ein kleines und größeres reinmachen. Ich weiß nicht. Ich will halt jetzt auch nicht alle rausschmeißen. Weil ich mach mal... Ja, ich mache ja auch mal ein größeres rein. Keine Ahnung. Vielleicht sieht es dann ein bisschen besser aus. Sehen wir danach, wenn die dann gebaut wurden. Das passt hier. Ah, Speicherung. Achtung!
Okay. Und die Stadt möchte sowieso wieder neue. Ja, die sind eh glücklich. Gut, hier sind zwar die Mieten zu hoch, aber der Bodenrichtwert müsste okay sein. Jep, der ist, glaube ich, noch okay. Hier ist es, glaube ich, ein bisschen dunkel. Bisschen, ja, naja, vielleicht schwappt es ein bisschen von der Industrie rüber. Aber ja, hier kann man nichts mehr bauen. Das ganze Gebiet ist im Endeffekt eigentlich verseucht hier für niedriges Wohngebiet. Für niedrige Dichte. Da könnte man eigentlich dann zukünftig, wenn wir das dann mal können, irgendwann die große Skyline reinbauen. Warte, können wir nicht? Ah, ja, also, ja, können wir eh machen. Die großen Hochhäuser. Aber wir haben eh noch keine Nachfrage. Was ich letztes Mal auch noch für einen Gedanken hatte, wie ist das eigentlich mit Buslinien nach außerhalb? Weil man kann ja Zuglinien nach draußen bauen, wenn man jetzt eine Zuglinie hat, in die anderen Städte. Kann man das auch mit den Buslinien machen? Weil die müssten ja eigentlich auch... Ah, hier, schau mal, es würde sogar gehen. Wir könnten tatsächlich, dann nehmen wir halt die Busspur. Oder die Haltestelle, ja. Okay, Schiffe können wir auch machen. Flugzeuge können wir auch machen. Geht das? Ich glaube, das ist gar nicht miteinander verbunden. Ah ne, das Zug. Hier. Damit könnte man das machen, aber ich weiß nicht. Ist halt ein Wegpunkt. Und dahinter sind überall Taxinen. Ich weiß aber nicht, das ist halt nur ein Wegpunkt. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Wahrscheinlich brauchen wir dann wirklich einen Zug. Aber es hat funktioniert. Es hat zumindest Dünn gemacht. Aber ob das jetzt miteinander verbunden ist, ich weiß ja nicht. Wie viele Haltestellen? Assaf. Huh. Machen wir mal 6 Dollar. Machen wir mal 6. Warum kann man eigentlich nicht weniger machen? Wäre doch viel geiler, wenn man weniger Busse hinschicken könnte. Zugstationen möchte ich noch nicht bauen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Aber ich möchte... Ja gut, wir haben... Wie viele Verbindungen haben wir eigentlich? 3. 4. Ja gut, dann will ich noch einen dorthin bauen. So, hatten. Ich weiß halt auch nicht, ob das geht. Wir brauchen dann sowieso noch mal ein zweites Busdepot, weil ich glaube, das eine ist ja eh überfordert. Wird es auch nicht mehr lange machen. So, machen wir da 4 Busse. Machen wir dann den Dollarpreis auch auf 6 Dollar. Nehmen wir da einfach E-Busse. Für die Linie nehmen wir auch noch E-Busse. Und wir ändern mal die Farbe. Was können wir für eine Farbe für Auslandsreisen machen? Vielleicht so. Ich glaube, die Farben haben wir doch alle. Machen wir halt Türkis. So, machen wir hier auch noch Türkis. So. Okay. Dann brauchen wir eine zweite Busstation. Wo wäre die denn? Wo haben wir die denn hin? Da. Ja, Busdepot. Ja gut. Wir brauchen 12 neue Busse. 5 hätten wir. Ne, brauchen wir gar nicht. Ich glaube, wir brauchen nur 10. Dann hätten wir 5 zu wenig. Boah, da kommt aber schon viel Verkehr rein. Wo kommen die alle her? Kommen die aus dem Industriegebiet? Okay, die meisten kommen von außerhalb. Ob wir überhaupt den ganzen Verkehr handeln können, das... Der fährt ja hier direkt auf den Kreisverkehr drauf.
Vielleicht müssen wir das auf jeden Fall nochmal irgendwann anders bauen. Also noch geht's immer noch mit dem Verkehr, aber ich glaube, irgendwann mal ist Ende Gelände. So, was steht da? Ich glaube... Ja, keine Fahrzeuge. Keine Fahrzeuge. Dann bauen wir... Nochmal zweites Busdepot. Busdepot. Wo könnte man das jetzt hinbauen? Oh ja, im Endeffekt könnte man das ja auch hier ins Industriegebiet bauen. Gar nicht mal so schlecht. Dann machen wir ja auch die hier drauf. Und dann machen wir hier nochmal so eine Erweiterung ran. Ich hoffe, dass wir nicht gleich wieder pleite gehen. Busdepot. Okay, 14 von 32 fahren jetzt da raus. 20 von 32. Fahrzeuge in Wartung? 8. Warum? 27 von 32. 30 von 32? Warte, brauchen wir so viele Busse? Das passt jetzt aber, oder? Ach nee, Angestellte 32 von 32. Wir brauchen aber, glaube ich, nur 5 aktive Fahrzeuge oder so. Oder 6 Stück. Also viel brauchen wir nicht. Gut, ich habe gerade schon gedacht, 32 von 32 Bussen, das wäre ein bisschen zu viel. Dafür, dass wir eigentlich nur 14 neue Busse gebraucht haben, fahren einfach 32 dann raus. Gut. Ich weiß natürlich nicht, ob jetzt neue Arbeiter von außerhalb in die Stadt transportiert werden mit den Bussen. Da muss man mal schauen, wie sich so die Linien rentieren. Aber das wäre natürlich richtig cool, wenn von außerhalb wirklich einige Busse nach... also neue Leute hier in die Stadt kommen würden. Aber ich weiß halt auch nicht, ob das so funktioniert. Aber ich glaube, einer wartet schon, oder? Reich, Schüler, Fachkraft. Ist auch interessant. Er ist Schüler, aber Berufsstand Fachkraft. So, wie viel würden jetzt da schon... Busse 6, Haltestellen 2. Passagier 1. Oh, Passagiere 55. 56. Oh, ich glaube, das geht tatsächlich. Das war von... 105. Wir brauchen mehr von den Auslandslinien. Wir brauchen mehr von den Auslandslinien. Ja, jetzt bringen wir die Arbeiter mal nach Hause. Vielleicht bringen wir auch gut gebildete Arbeiter hierher. Bangalore, ja, Moment. Die Busse fahren. Wir bringen jetzt 1000 neue Leute in die Stadt. Boah, wird das gut. Habe ich nämlich damals nicht gemacht. Staffel 1. Glücklich. Hohe Mieten, ja, gut. Die sind glücklich, haben aber zu hohe Mieten, möchten aber weiterhin gering besiedeltes Gebiet. Dann würde ich hier einfach mal nochmal neues gering besiedeltes Gebiet hinbauen, und zwar hierher. Was ich aber noch testen möchte davor, das ist auch noch so eine Sache, die mir eingefallen ist, wenn ich jetzt so ein Gebiet erstelle. Ja. So, wenn ich das jetzt ausweise. So, erstelle. Nein. Oh, jetzt, zack. So, hab's erstellt. Und jetzt gehe ich hin und verbiete... Na gut, Lastenverkehr. Andere schwere Fahrzeuge dürfen nicht da fahren. Ah. Erfolg freigeschaltet. Recycling. Hier. Verbrennungsmotorverbot. Das ist nämlich eigentlich das Ding, was wir brauchen. Dadurch hätte man dann wieder die Chance, diese Fußgängerwege zu bauen. Wenn man diese fetten Lastenfahrzeuge verbieten, also dass die LKWs nicht langfahren dürfen, inklusive PKW-Verbot, dann sollte es ja eigentlich gehen, ja, löschen, dass wir die Fußgängerwege eigentlich frei bekommen von Fahrzeugen. Ah, speichert wieder.
So. Sind die schon drüben angekommen? Wie viele warten da? 303 Leute. Spiel, hallo? So, 6 Fahrzeuge. Aber 300, warte ich. Ich lasse mal das Spiel ein bisschen schneller laufen. Ich will mal, dass der Bus da jetzt ganz schnell hinfährt. Wie viel kann eigentlich in den Bus ein... Wie viel können da einsteigen? 80. 336? 37? Okay, der fährt hier auch schon los. Einer von 80? Ja gut, wahrscheinlich war das der eine hier. Ach, jetzt machen sie hier wieder Knuddelparty. Okay, 80 von 80 sind drin. Das Geräusch ist ziemlich nervig. So, und in der anderen Linie warten 137 Leute. Okay, das sind 2. Okay, 4 fahren dann in die andere Richtung. Das ist halt echt viel. Also klar, der Weg von hier nach da ganz hinten ist natürlich viel länger als der Weg jetzt... Ach so, nach da. Das heißt, der müsste eigentlich auch nur noch hier gehen. Ach, ich habe jetzt gedacht, nach ganz da hinten. Aber stell mal vor, wir haben jetzt so viel Fläche zum Vollbauen. Das alles. Stell mal vor, die Mod, die das alles freischaltet. Das ganze Spielfeld. Oh je, das wird richtig interessant werden. Ich will den Bus verfolgen. Kann man den irgendwie anpinnen, dass man den verfolgen kann? Ich will nämlich den fetten Bus verfolgen. Ach, das ist er. Okay, der ist eh schon fast am Ziel. Kann man den nicht auch irgendwie permanent verfolgen? 10 Haustiere. Okay, dann verfolgt mal den ganz kurz. Ich will sehen, wie die 80 Leute einfach rausstürmen. Mal schauen, wo die hinlaufen. Vielleicht steigen sie in den anderen Bus um. Dadurch könnte man dann natürlich auch nochmal die öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen ja, stärker befüllen mit Passagieren. So. Aber klar, ist natürlich ein Umweg. Wenn die jetzt zum Beispiel eigentlich ins Industriegebiet möchten, aber erstmal zu der Bushaltestelle fahren müssen, dann umsteigen und dann wieder zum Industriegebiet. Klar, ist natürlich ein Umweg, aber andererseits verdient man, glaube ich, dadurch dann auch nochmal mehr Geld. Weil die sich natürlich auch noch andere und neue Fahrzeuge, also Tickets kaufen müssen. Ach, wird die Geschwindigkeit hier automatisch begrenzt wegen der Schallschutzmauer? Weil der hat hier gerade wirklich richtig abgebremst. So, mal schauen. Fährt er jetzt schneller? Ne, kann er nicht. Jetzt ist er hier. Okay, 50er. Aber ist richtig cool. Das Immersive der Stadt kommt halt richtig gut rüber. Aber gleich müssen wir uns dann wieder darum kümmern, neue Wohngebiete zu befüllen und zu bauen. So, aber erstmal möchte ich sehen, wie die Passagiere hintransportiert werden. Das ist das Postzentrum. Hört mal ganz, ganz dezent. Die Schreibmaschine. Tak, 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 tak. So, guten Tag, Feuerwehr. Hallo. Ah ja, gegrüßt haben sie auch. Cool. So, Stau. Ja, Bus kommt fast nicht durch. Komm schon, bevor die Leute da drin noch sterben. Okay, jetzt staut sie wieder alles ein. Wir müssten hier, glaube ich, eine Vorfahrtstraße oder so machen. Okay, langsamer, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie 80 Leute raus... Warte, kann ich irgendwie... Ah ja, gut, unten. Ich weiß auch nicht, ob 80 Leute zu viel sind. Bisher hat man noch nie 80 Leute, glaube ich, auf einem Fleck. Da kommen sie raus. Und jetzt stell dir mal vor, wenn jeder Bus mit 80 Passagieren voll wäre...
Ah, da kommt schon der nächste. Ich weiß nicht, ob das der nächste von einer anderen Stadt ist oder von der gleichen Stadt. Wie viel kommt daraus? Auch so viel oder weniger? Passagiere 3. Wir können bitte schon 81 Passagiere da mitfahren. In einem Bus für 80. Gut, vielleicht hat er sich im Kofferraum versteckt oder sonst was ist passiert, aber interessant. Okay, da fahren auch wieder ganz viele mit. 223, yo. Ich glaube, da kommt jeder Bus einfach mit 80 Passagieren an. Ich weiß auch nicht, vielleicht haben wir dann das Problem auch mit der Arbeitskraft gelöst irgendwann mal. Oder auch mit den hohen Mieten. Vielleicht ziehen die da auch ein und sind ein bisschen reicher oder so. Weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung, da muss man sich einfach mal drauf verlassen dann zukünftig. Okay. Würde ich hier aber erstmal ein neues Wohngebiet reinbauen. So, würde ich das wieder so ein bisschen parallel zur Straße bauen. Dass wir auch wieder ein bisschen Abwechslung haben. So. Wie haben wir das da gemacht? Haben wir es auch so in etwa gemacht. Also klar, haben wir anders da gemacht. Da habe ich eher ein bisschen parallel zu der Hauptstraße hier gebaut. Habe ich da Gehwege hingebaut? Oha. Was für ein Verbrechen. Da habe ich die Gehwege vergessen. Das geht aber gar nicht. Kann ich da noch einen hinbauen? Ja, so in etwa. Okay, da ist das Haus jetzt nicht weggefallen. Da würde ich halt jetzt ungültige Form wegen warum ist da ne wegen der Straße oder was? Aber dass ich hier die Gehwege vergessen habe. Ich glaube, da gibt es ja eh keine Gehwege, gell? Ach doch. Ach okay, da gibt es auch Gehwege. Ich habe gedacht, an solchen Straßen wären gar keine dran. So. Und könnten wir hier noch einen entlang bauen? So. Okay, da ist eh einer dran, zur anderen Stadt. Hier aber nicht. Ach, ich glaube, das war ja eh die Straße, wo ich dann das Ding wieder abgerissen hatte. So. Weil eigentlich will ich die Gebiete schon immer miteinander verbinden, so ein bisschen. Ach so. Wird ja... Na gut. So. Jetzt hin. Na schön. Okay, die rücken alle aus. Ist die Klinik. So, plöpp. Plöpp. Ich finde auch interessant, wie die Straßen einfach so berechnet werden. Also von den Spuren her. Da müssen sie sich ja auch irgendwas überlegt haben, wie kann man das Spiel so designen, dass die Straßen und die Abfahrten und alles drum und dran wirklich richtig gut berechnet werden. Das würde mich auch sehr interessieren. Das ist ja wirklich interessant. Okay, ist wieder Tag-Nacht-Wechsel. Oh, genau. Deswegen würde ich jetzt auch erstmal sagen, wir machen dann wieder in der nächsten Folge weiter, wegen dem Tag-Nacht-Wechsel. Werden dann versuchen, nochmal ein
keine Ahnung, hohe Mieten zu canceln und ein bisschen zu verbessern. Wie auch immer wir das machen können. An Arbeitskräften mit hoher Qualifikation. Da werde ich auch gleich mal nachschauen. Vielleicht gibt es ein paar schulische Probleme, aber das sehen wir alles gleich in der nächsten Folge. Deswegen auch wieder Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin, mach's gut und tschüss.